Jo, hallo und herzlich willkommen zurück zu Skullgirls, das Spiel mit den meisten Brüsten auf diesem Channel. Und ja, wir wählen heute wieder random aus. Oi. Ladies and Gentlemen, the moment you all been waiting for. Oh Gott, welchen Charakter haben wir? Nein! Nein! Nicht die alte, deren Brüste größer sind als deren Kopf. Oh boy! Okay. Okay, wir haben Painwheel in der letzten Folge geschafft. Wir schaffen auch Cirella. Ist sie so? Ich habe keine Ahnung. Oi. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag... Hallo Fang im Übrigen. Ich mag den Artstyle von diesem genialen Spiel. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Spiel ist ja Alter, what the fuck? Das Spiel ist ja etwas älter, ne? Und... ich glaube, mich interessiert deren Story nicht. Irgendwie ist so Zirkus-Stories interessieren mich ein Scheiß. Ich weiß nicht. Das ist nicht so meins. Ich muss so ganz ehrlich sagen, bislang hat mir die Story von Painwheel doch am besten gefallen. Und did you see me? Ich weiß nicht, mich interessiert die Story nicht. Ich werde es einfach mal überspringen. Interessiert eigentlich auch gar keinen. Wow, es ist wieder jemanden, wo einfach mal wieder eine Menge gelabert wird, wie bei, oder? Nein! Okay. Wie gesagt, erstmal wieder reinkommen, weil ich habe sie noch nie gespielt. Doch, ich habe sie schon einmal gespielt, aber ich habe echt geloost. Naja, das wird schwierig werden. Ich komme mit solchen Kloppern absolut nicht klar. Ich brauche filigrane Charaktere. Ah. Schützen die sich mehr oder was? Ganz ehrlich, wenn du so eine Faust von der ins Gesicht gepfeffert bekommst, da kannst du nicht mehr dran nehmen. Dann nimmst du Schaden ohne Ende. Nein, ich bin... Okay, warte. Did you hear this last? Kannst du mein Gelächter, Alter, mein Gelächter. Ganz ehrlich. Okay. Okay, das war anstrengend. Das war anstrengend. Oh, Fortune. Fortune werden wir, Miss Fortune werden wir auch nochmal spielen. Ich schätze mal, die würde ich sogar gerne in der nächsten Folge spielen wollen. Also die Story von Cirella interessiert mich einen Scheiß. Cirella, wie auch immer. Cirella. Cirella. Ich nenne sie Cirella. Ist mir egal. What? Wie konnte... Ich mag ganz ehrlich, bei Beat'em Up Games mag ich solche Katzencharaktere, wie halt diese hier. Und erinnert sich noch jemand an BlazBlue? Da gab es ja diese Tau. Die war so geil. Das war mein Lieblingscharakter. Ich bin Toaster! Easy. Okay, ich komme langsam rein. Alter, die hat... dieser Charakter, also Mrs. Fortune, ist so unglaublich creepy. Ey, die kann ihren Kopf schießen. Ganz ehrlich, diese Cirella. Ist mir egal, wie die heißt. Ich nenne die Cirella jetzt. So, auch wenn die nicht Cirella heißt, sondern anders.
Mir egal. Ich finde, Cirella passt zu ihr. Hang on to your hat. Target confirmed. Nein, nicht Parasol. Okay. Nein, Parasol wird ein Problem werden, das weiß ich jetzt schon. Scheiße. Hey! Ich konzentriere mich. Und die Schütze spielt. Ah, okay. Nur die Hälfte hat's. Alter! Cirella macht ihren richtigen Damage mit ihren Special Move. Wenn natürlich alles trifft. Natürlich. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, Cirella ist echt ein schicker Charakter. Bloß diese großen Monsterpfoten. Diesen Hut, den sie sich da auf den Kopf setzt, der ist so unglaublich creepy und passt irgendwie überhaupt nicht zu ihrem Charakter. Man muss ja ganz ehrlich sagen, sie ist ja Akrobatin. Also sie ist ja im Zirkus tätig und mir gefallen im Übrigen ihre Schuhe. Ganz ehrlich. Nein, 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 nein. Okay, Valentine wird ein Problem werden. Nein, sie hat zwei. Wir müssen dann gegen Valentine und gegen uns, also gegen Double ankämpfen. Das heißt, ich muss gucken, dass ich nicht zu viel Damage nehme. Okay, Special Move. Warte, warte, warte. Warte. Au. Warte, wie? Fuck, das habe ich versaut. Okay, sie ist hin. Valentine? Sie würde ich gern mit einem Mega-Klatsch erledigen. Oh. Okay. Ja, so geht's natürlich auch. Ich habe irgendwie gerade keinen Special Move hingekriegt. Was zum Teufel geht da draußen los? What? Jetzt nochmal das Double? Ich dachte vorhin, das war schon das Double. Oh! Ich hasse das Double. Ich hasse mein Double. Ich hasse das Double. What the fuck? What the fuck? I can't stand up! Und da kam noch ein Achievement. Ich Errungenschaft, echte Zirkusbesch... Was? Ja, ne? Double erledigt. Ist eigentlich gar nicht so schwer, sie zu steuern. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, hatte ich mehr Probleme mit Painwheel. Die Katakomben. Oh nein. Ah, Skullgirl jetzt. Oh. Oh Gott. Okay, was ich eigentlich vorhin sagen wollte, Cirella ist ja Zirkusartistin, ne? Da hätte man sich was Besseres einfallen können. Irgendwie was mit einem Stab oder sowas. Weil das würde schon eher was für eine Zirkusattraktion. Also. Ja. Das wäre schon etwas interessanter gewesen. Vielleicht. Und so eine sexy Bitch, wie hieß die eine aus Place Blue? Ich hab deren Namen vergessen. Ich merke meinen Namen irgendwie schwer, wenn es um Spiele geht. Okay, das wird schwierig. Ich hoffe, ich werde es schaffen. Ich gebe mir Mühe. Au, 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 au.
Oh, das war ein nicer Move. Ey, ich hab geschätzt. Ich mein geblockt. Au, 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 das wird schwierig. Jetzt guck dir meine Anzeige an und guck dir ihre... What? Was war das denn jetzt? Sind wir jetzt beide gestorben? What? Fortune? Ach so, okay. Okay. Ich freue mich auf die Story von Fortune. Wir haben jetzt Fortune zerstört. What the fuck? What the hell? Was ist mit Skullheart? What the fuck? Ach, schade. Schade, schade. Aber ganz ehrlich, wenn man sich die Story von Dingensen angeguckt hätte, dann wäre sie vielleicht interessanter. Okay, also wir wissen definitiv, dass Mrs. Fortune ein Problem mit der Mafia hat, in deren wir gehört haben, also in der Cirella gehörte. Und Mrs. Fortune wollte halt den Wunsch äußern. Nur ganz ehrlich sagen, das ist fast wie Dragon Ball Format. Weißt du, du hast dann diese, waren es sieben Dragon Balls? Sieben Dragon Balls, die du finden musst und dann kannst du einen Wunsch aussprechen. Und so ähnlich ist es hier wie mit dem Skullheart. Du zerstörst den Skullgirl und bekommst einen Wunsch vom Skullheart. Klingt wie Dragon Ball. Aber Mrs. Fortune jetzt als nächstes, definitiv. Nur neue Palette. Okay, wir gucken mal kurz. Palette, was heißt... Wieso können wir die immer noch nicht spielen? Gut, wir haben jetzt... Jetzt müssen wir mal durchgehen. Die hier würde ich auch gerne mal spielen. Die sieht sehr interessant aus. Ich werde mir die DLCs echt mal holen. So, Double ist locked. Und Cyber-Dingensen. Ah, das ist auch Air Fortune. Cool, 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 cool. Ah, nein, 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 das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Nein, 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 nein. What the fuck ist jetzt? Nein, das wollte ich nicht. Yes. Okay, das war die Story Mode von. Wie heißt sie? Cirella. Cirella. Was für ein merkwürdiger Name. Gut, dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder mit Mrs. Fortune. Bis dahin und cheerio!